Nachholspiel zwischen Meppen und Jena. Beide praktisch gerettet. Meppen 16 Punkte und Jena 11 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Mit der schwarzen Mütze Sören Eismann. Der unsportliche Bösewicht vom Hinspiel blieb bei Jena 90 Minuten auf der Bank. Und es sollte ein ganz intensives Spiel werden. Es begann mit einem fetten Fehler von Löhmanns Röben. Hier, was denkt er sich denn da? Er spielt den Ball, girrt in die Beine. Aber der Top-Torjäger, der Meppener, vergibt doch tatsächlich diese Großchance. 16 Tore hat er erzielt. Hier war er dem 17. beschenkt von Löhmanns Röben so nah. Aber er legt das Ding knapp daneben in der 6. Minute. Dann die Gäste aus Jena, forsch unterwegs. Da ist Tuma und der wird am 16er gefoult von Leugers. Proteste der Meppener, aber das war ein Foul am Jena. Deshalb Freistoß, schicke Position für Wolfram. Und der legt ihn rein. Traumtor, 12. Minute, Führung für Jena. Jena seit August ohne Auswärtssieg. Klappt es dieses Mal in Meppen. Torwart Gies, Domaschke Ersatz mit seinem ersten Gegentor im zweiten Spiel. Er ließ die Torwart-Ecke unbewacht. Den hätte er haben müssen. Marc Zimmermann, Trainer der Jena, zufrieden mit diesem Auftakt. Dann auf der anderen Seite Arbeit für seinen Keeper. Koppens gegen Wagner. Aber er hielt die Führung in der 19. Minute. Da ist der 27-jährige Belgier. Es war ein heißes, intensives Spiel. Beide schenkten sich nichts, gar nichts. Knappe halbe Stunde vorbei. Jetzt die Gäste mit Florian Brückmann, dem rechten Außenverteidiger, Klatsch an den Pfosten. Und schauen Sie mal, jetzt fehlt der rechte Außenverteidiger rechts hinten. Und genau da spielen die Gastgeber hin. Da startet Granatowski, das ist sein Spiel, der Konter. Und er zieht ihn rein auf Kleinsorge. Und der vollendet diesen perfekten Angriff. Wahnsinn, 27. Minute, 1:1. Auf der einen Seite Pfostenschuss. Und keine 15 Sekunden später klingelt es dann auf der anderen Seite. Granatowski mit seiner schon 9. Vorlage. Er nahm den Kopf hoch, sah Kleinsorge und der wuchtet das Ding rein. Sein 7. Saisontor. Ein toller Konter zum 1:1. Emsland, Wetter, es schüttete aus Kübeln in der 2. Hälfte. Und es blieb ein intensives, leidenschaftlich geführtes Spiel. Der eingewechselte Starke im Strafraum gegen Gebers. Und alle schrien, das war doch ein Elfmeter. Der sonst gute Schiri Börner lag hier völlig falsch und gab keinen Elfer. Das war ein klares, klares Handspielvergrößerung der Körperoberfläche. So klärte Gebers mit der Hand. Das muss man einfach pfeifen. Beide Mannschaften spielten hier auf Sieg. Beide, Jena mit 3 eingewechselten Stürmern. Und Meppen konterte, Granatowski, Gürt und Koppens hielt in der 86. Minute. Weiter 1:1. Gibt's hier noch den Lucky Punch? Christian Neithardt hoffte darauf, dass seine Mannschaft es schafft. Dann startete Behre, 87. Minute. Tankulic, Nart, 2 Gegenspieler, nimmt den Kopf hoch und zieht. Ja, Gürt, Benjamin Gürt. Und sie tobten hier, als seien sie aufgestiegen, als seien sie Meister, als seien sie sonst was. Das Emsland tobte, kein Abseits. Gürt hinter dem Ball, der Treffer regulär. Es war sein 17. Saisontor. Dazu 4 Assists. Er ist dann 21 von 36 Meppener Toren beteiligt. Die Megaquote für den MVP mit 58%. Wahnsinn! Es war der Endstand. 2:1 gewinnen die Meppener. Nach diesem Sieg sind sie nun auch rechnerisch definitiv gerettet. Ja, man hat gesehen, dass wir unbedingt den Sieg wollten. Erste Halbzeit fing auch schon so an mit meiner Chance, die ich machen muss. Dann geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung, wo man vielleicht entspannter machen kann. Aber ja, das war ein enorm wichtiger Sieg. Wir wollten es halt auch nicht nur so ein bisschen festmachen, sondern einfach jetzt komplett fest mit den Punkten. Und ja, das ist uns dann, ja, glaube ich, ein bisschen von der Seele gekommen. Ich denke, wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben gut dagegen gehalten. Wir haben die Wetterlage gut angenommen. Ich denke, man kann uns wenig entgegenwerfen. Ist natürlich jetzt bitter für uns. Stimmt, Jena bot einen großen, beherzten Kampf, verlor aber am Ende unglücklich. Es bleibt bei einem 11-Punkte-Polster vor Platz 18.